diesem Deutschsein, dem wollten wir entfliehen. Nicht genug, gar nicht. Mit der naiven Vision, eines Tages spielen wir überall in der Welt. Herzlich willkommen, ihr seht Spätvorstellung, das Kinomagazin. Wir sind hier in Hannover vor dem Astor-Kino, wo die Dokumentation über die Band Scorpions ihre Premiere feiert. Wir werden heute Abend unter anderem Klaus Meine erwartet und auch die Regisseurin des Films. Und mal schauen, wie wir noch so vor die Kamera bekommen. Sie sind die erfolgreichste deutsche Rockband aller Zeiten. Songs wie Still Loving You und Wind of Change kennt die ganze Welt. Es ist an der Zeit, ihre ganze Geschichte zu erfahren. Was verbindest du persönlich denn mit den Scorpions? Mit den Scorpions verbinde ich natürlich erstmal Hannover. Wir sind natürlich alle bekennende Hannoveraner. Mittlerweile auch gute Freunde. Ich habe großen Respekt für die Jungs, weil sie wirklich als große deutsche Band, also nicht nur hannoveranische, sondern deutsche Band Musikgeschichte geschrieben haben, vielen amerikanischen Bands überhaupt eine Karriere ermöglicht haben. Und erzähle immer nur eine Anekdote. Ich war in Thailand auf irgendeiner entlegenen Tankstelle irgendwo, da hängt ein Britney Spears Poster und ein Scorpions Poster. Dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Scorpions begleiten mich mein Leben lang. Ich bin ja auch alter Hannoveraner und ich habe früher auch in der Band gespielt und wir haben mit den Scorpions Bandwettbewerbe gemacht. Und natürlich freue ich mich, dass es jetzt einer der ersten großen Events, die wir hier im Astor haben, die Premiere von dem Scorpions-Film ist. Ja, wir sind Hannoveraner und finden die super. Und als Hannoveraner unterstützen wir das natürlich auch. Ja, also ich kenne die Scorpions schon ein bisschen länger über verschiedene kleine Jobs, die ich gemacht habe. Ich habe ja mit Nikolai Georgiev an einigen Musikvideos mitgearbeitet und daher bin ich dann auch so ein bisschen behind the scenes involviert gewesen. Insofern ist es sehr spannend für mich mal zu sehen, was dann eigentlich noch mit der Bandgeschichte so zusammenhängt. Also zunächst kenne ich die Scorpions schon seit meiner frühen Jugend, da war ich nämlich Hardrock-Fan. Mein erstes Album war, glaube ich, von denen Love Drive oder sogar noch früher, denn dieses Tokyo Tapes Live Album. Dann habe ich irgendwann Klaus und Rudolf persönlich kennengelernt. Seitdem sind wir gut befreundet, treffen uns oft auf Veranstaltungen. Rudolf Schenker konnte man bei der Premierenveranstaltung zwar nicht treffen, dafür aber Scorpions-Sänger Klaus Meine und Gitarrist Matthias Japs. Und auch Regisseurin Katja von Garnier, die die Band für den Film 2,5 Jahre lang begleitet hat. 50 Jahre Scorpions und die Bandgeschichte kommt ja jetzt in die Kinos. Was ist das für ein Gefühl? Auch ein sehr schönes Gefühl. Wir haben mit Katja von Garnier 2,5 Jahre zusammen Zeit verbracht mit ihrem Team rund um die Welt. War sie dabei und wir haben Katja und ihr Team sehr nah an uns reingelassen eigentlich. Und sie hat versucht, so ein bisschen hinter die Fassade der Rockstars, in Anführungszeichen, zu blicken. Und wir haben diese Nähe zugelassen, weil von die Chemie mit ihr von Anfang an gestimmt hat und das eine tolle Zeit war zwischen Moskau und L.A., Paris und Beirut und viele schöne Momente eingefangen. Also sie hat das toll gemacht und es gibt viel unveröffentlichtes Material zu sehen aus der frühen Scorpions-Zeit und frühen 70ern. Material, was unser damaliger Gitarrist gefilmt hat mit seiner Super 8-Kamera. Also ich denke, für die Fans ist ein sehr schöner Film geworden. Und was ist das Geheimrezept für euren Erfolg? Was ist das Geheimrezept? Einfach die bedingungslose Liebe und Leidenschaft für das, was man macht und vor allen Dingen als Liveband auf der Bühne eben alles zu geben. Die Dokumentation sollte ja wirklich eure letzte Welttournee begleiten. Warum habt ihr weitergemacht? Was war der Grund? Ich glaube, wenn man den Film gesehen hat, kann man am Ende verstehen, warum wir weitergemacht haben. Weil wir einfach noch viel zu viel Spaß hatten und realisiert haben, dass ganz junge Fangruppe dazu gewachsen ist, ganz junge Generation von Rockfans und dass es einfach fantastisch ist und sehr, sehr motivierend für 3 Generationen zu spielen und dass da noch ganz schön viel Leben in den Scorpions steckt, Kreativität und einfach noch viel zu viel Spaß. Gerade jetzt in diesem Moment, wo es uns so viel Spaß macht, wo es so super läuft, ist es ehrlich gesagt eine abartige Vorstellung, das nicht mehr zu machen. 50 Jahre Scorpions und die Bandgeschichte kommt ja jetzt in die Kinos. Was ist das für ein Gefühl? Ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl und gibt uns die Gelegenheit, mal vor Augen geführt zu bekommen, was wir so alles Schönes geleistet haben. Denn normalerweise denke ich da überhaupt nicht drüber nach. Dazu komme ich gar nicht. Wir denken ja eher im Heute und für morgen und was haben wir noch alles vor. Und da ergibt sich das, dass man mal entspannt in einem Kinosessel sich das angucken kann, was mal gewesen war oder ist. Was ist das Geheimrezept für euren Erfolg? Das ist so geheim, dass wir es nicht ganz entschlüsselt haben. Es muss mit der Musik zusammenhängen, es muss aber auch mit den Personen zusammenhängen. Erstaunlich ist, dass wir eben weltweit operieren, nicht nur auf Tour. Unser neues Album ist in 82 Ländern veröffentlicht worden.
Und die Erfahrung, die wir gemacht haben auf allen Kontinenten dieser Erde, junge Leute, Leute unseres Alters, egal welcher Religion, Kultur und Hautfarbe, wir spielen in Ägypten, wir spielen in Israel, wir spielen in Dubai, wir spielen in Katar, wir spielen in Südamerika, wir spielen eigentlich überall, in Asien, wir spielen wirklich überall. Und die Reaktionen sind die gleichen und das ist schon etwas Besonderes, was ich jetzt aber auch gar nicht so richtig erklären kann. 100.000 Russians were singing with a German band a song with English lyrics. Dass ein Mann wie Gorbatschow die Scorpions einlädt, das war früher unvorstellbar. Mit den ganzen Filmaufnahmen, die du ja selber gemacht hast und dem Archivmaterial, umfasst der Film ja fast 50 Jahre. Wie schafft man es da, den Überblick zu behalten? Nee, man muss sich halt irgendwie so wissen, was so der eigene Filter ist. Und für mich war es auf jeden Fall persönliche Momente, unterhaltsame Momente, Momente, die ich auch irgendwie anders bebildern kann, wo jemand auch was irgendwie Interessantes zu sagen kann. So, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und dann natürlich die tollsten Konzertaufnahmen, die dynamischsten Aufnahmen. So. Ja. Und dann sagen wir mal, die Sachen auch, die emotional für den Film eine Rolle spielen und interessant sein könnten. Weil ich komme ja eigentlich so vom Kino, deswegen war mir wichtig, dass es auch irgendwie so emotional wird und sehr persönlich wird. Das habe ich versucht. Ja. Genau. Und gab es irgendwas, was dir besonders wichtig war für den Zuschauer, dass du das herüberbringst? Ja, auf jeden Fall. Also der Spirit von denen war mir total wichtig. Also wie muss man drauf sein, um das irgendwie so auf dem Level zu schaffen? Mir war so eine gewisse Geist dahinter, hinter den Menschen wichtig. Und auch was zu erzählen über den kreativen Prozess zu sagen und wie. Und zwar auch für eine große Ehre, da mal beim Studio dabei sein zu können, bei diesen persönlichen Aufnahmen. Es ist ja normalerweise sehr ein abgeschirmter Prozess und da dabei sein zu können, war was Besonderes. Und eigentlich so zu vermitteln, wie die drauf sind, nämlich, also wie ich es erlebt habe, was ich inspirierend finde, so sich auch von einem Nein nicht abschrecken zu lassen, was irgendwie total ihre Karriere ausgemacht hat. Die haben ja so oft gehört, nee, spinnt ihr, geht doch nicht, geht doch nicht, geht doch nicht, und haben sich so oft darüber hinweggesetzt und ihrem eigenen Instinkt gefolgt, und das finde ich total inspirierend.